Ich bin Dozent im Bildungsteam des Stasi-Unterlagenarchivs. Meine Kolleginnen, Kollegen und ich haben sich vor über 15 Jahren zur Aufgabe gestellt, das Thema DDR nicht in der Geschichte verschwinden zu lassen. Ins Stasi-Unterlagenarchiv bin ich ja nun schon vor 26 Jahren gekommen, als das gerade noch in der Gründungsphase war. Ganz einfach, ich war Historiker, war Bürger der DDR, arbeitslos geworden, wie viele im Jahr 1990, 91. Und nun ergab sich die Möglichkeit, dort mal reinzugehen und mit den Akten einer Geheimpolizei und eines Geheimdienstes zu arbeiten. Das Bildungsteam ist inzwischen schon recht bekannt, ist unsere Quelle und auch die Themenmappen in vielen Schulen nun schon liegen und damit auch gearbeitet wird. Viele Schulen auch zu uns kommen, um uns zu besuchen, um hier Projekttage durchzuführen. Dann bereite ich am Vortag inhaltlich die ganze Veranstaltung vor. Überlege ich mir, wie ich den Raum, unsere Projektwerkstatt einrichte. Da haben wir ja ganz verschiedene Formen. Das hängt auch davon ab, wie stark die Gruppe ist. Dann findet die Veranstaltung statt. Jede Gruppe bekommt dann so einen authentischen Fall aus Stasi-Akten, Fälle Jugendlicher. Dann dürfen die Schüler dort selbst arbeiten. Jede Gruppe hat dazu eine kleine Aufgabe. Und dann präsentiert jede Gruppe. Wir gehen ins Stasi-Unterlagenarchiv oder machen eine Geländeführung über das Gelände des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit. Wir fragen uns, welches Thema ist noch besonders relevant? In Zeiten, in denen die Schulen Ferien haben oder Abiturzeit, also nicht zu uns kommen, forschen wir, um weitere Bildungsmaterialien für Schulen zu erarbeiten. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Schüler sollen erstens lernen, dass es nicht in der Welt nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern auch Grau, dass das Leben in der DDR generell natürlich nicht nur in Repressionen bestand. Und drittens natürlich auch sollen sie fürs Leben etwas lernen. Das heißt, Zivilcourage,